Schönes Anspiel an den Kreis auf Jan-David Jesse. Und nun 7-Meter-Entscheidung für den SV Post Schwerin. An den 7-Meter-Punkt tritt Alex Wirth. Oh, und da knallt das. Den Ball an die Latte. Und somit bleibt es beim 10:9 für Post Schwerin. Und Fuß vom HCM Port Rostock, somit Ballbesitz Post Schwerin. Sollte einen schnellen Pass geben von Alex Wirth auf Hannes Lemke, aber auch diesmal ist es Fuß. Und Angriff vom HCM Port Rostock bleibt hängen an Jan David Jesse. Und Erik Quidnau hält die Führung fest für Post Schwerin 10:9. Das Tor von Björn Wenzel zählt, nicht vorher abgepfiffen von den Unparteiischen. Der Sprungwurf von Hannes Lemke geht ins Leere. Und somit Ballbesitz für HCM Rostock. Und am Kreis hervorragend durchgesetzt. Martin Levin zum 10:10 Ausgleichstreffer. Und im Nachwurf Konrad Lange mit dem 11:10 für Post Schwerin. Nachdem erst Lasse Schimmler mit dem Sprungwurf am Torwart gescheitert war. Das Anspiel an den Kreis misslingt und der Konter läuft über Alex Wirth. Und er scheitert an Johnny Hagen. Und auch Lasse Schimmler kann den Ball nicht im Tor unterbringen. So gibt es Freiwurf für den SV Post Schwerin. Thank you.
Schön im Außen gespielt und hervorragend pariert von Johnny Hagen. Und Auszeit genommen von Lutz Gauss, dem Trainer des SV Post Schwerin 2. So, die Auszeit ist genommen. Lutz Gauss hat seine Mannen auf die letzten 2 Minuten eingestürmt in der ersten Hälfte. Wo es darauf ankommt, sich eine gute Ausgangsposition für die zweite Hälfte zu erspielen. Aber da laufen sie sich erstmal fest. Schön aufgelegt auf Alex Wirth, dann trifft erneut den Pfosten. Lange Tor. 12:10 für Post Schwerin. Und ein Fehlpass für vom ACM Pro Rostock und die Chance jetzt eine Minute vor dem Ende der Partie, vor dem Ende der ersten Hälfte, auf 3 Tore wegzuziehen von Port Schwerin, aber Alex Wirth zieht den Ball übers Tor, trotzdem gibt es Freiwurf für den SV Port Schwerin. Früh gestört da von Holz. Zeit angezeigt durch die Schiedsrichter. Der Pass an den Kreis kommt nicht an und es wird kein Konter vom HCM Port Rostock. Und der Versuch eines Kreisanspiels von Kevin Powell und die Auszeit genommen vom HCM Port Rostock. Thank you.